Mein Name ist Sandra Hartl und ich promoviere seit 2011 an der TU Berg Akademie Freiberg, speziell am Institut für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen. Da ich bis 2011 Mathematik studiert habe, war ich eher im Bereich der Simulation, besonders der Numerik, angesiedelt, sodass ich 2011 direkt im Lehrstuhl für numerische Thermofluiddynamik bei Professor Hasse angefangen habe. Meine Promotion beschäftigt sich hauptsächlich mit der Simulation von Flammen, speziell der Identifizierung und der Charakterisierung von diesen Flammen und verschiedenen Flammenformen. Seit dem Jahr 2013 bin ich auch im Projekt Junge Frauen an der Spitze eingestiegen. Dieses wurde mir von meinem Chef empfohlen, weil auch eine Kollegin von mir schon 2 Jahre in diesem Programm vorher tätig war oder mitgewirkt hat. Am Anfang wusste ich nicht genau, was in diesem Programm auf mich zukommen wird. Jedoch dachte ich, es ist eine schöne Abwechslung zur Arbeitsatmosphäre und besonders auch, dass ein reines Frauenprogramm war, noch eine andere Atmosphäre mitzubekommen, da ich gerade aus dem Bereich Mathematik oder auch bei den Ingenieurswissenschaften hauptsächlich von Männern umgeben war. Ich habe sehr viele nette Frauen kennengelernt, mit denen ich sehr viel diskutieren konnte und mich auch persönlich in dieser Zeit sehr weiterentwickelt habe. Es war mal eine angenehme Atmosphäre und man musste keine Angst haben, dass einem irgendetwas peinlich sein muss oder dass gewisse Informationen, die man vielleicht nicht mit jedem teilen will, direkt nach außen treten. Auch wenn ich am Anfang des Programms nicht so viele Erwartungen habe, würde ich besonders jetzt sagen, dass ich auf jeden Fall wieder teilnehmen würde. Nicht nur allein diese Workshops und die verschiedenen Programmpunkte, die einem geboten wurden, sondern auch der Kontakt zu den anderen Wissenschaftlerinnen haben mich sehr inspiriert und auch menschlich und wissenschaftlich weitergebracht. Es gab viele Kontakte zu Spitzenfrauen und ich könnte jetzt nicht genau sagen, dass mich eine Frau besonders motiviert hat oder inspiriert hat. Jedoch war es eher das Gesamtpaket, dass alle Frauen gewisse Eigenschaften mitgebracht haben, die mich für meinen weiteren Werdegang inspiriert haben. Hauptsächlich waren es die Punkte, dass man sich nie unterbekommen lassen soll, dass man immer sein Ziel verfolgen soll und auch, dass alles irgendwie möglich ist. Eine wichtige Eigenschaft, die ich im Programm Junge Frauen an die Spitze gelernt habe, war, dass man sich entsprechend auf Konferenzen präsentiert und seine Arbeit auf eine gewisse Art und Weise wiedergeben kann. Da es am Ende nicht nur die Arbeit ist, die man am Computer macht oder die man im Kopf hat, sondern auch, wie man diese nach außen präsentiert. Und dies war besonders in verschiedenen Workshops, die wir im Bereich des Junge Frauen an die Spitze Programms hatten, gelernt haben. Einige Workshops, wie zum Beispiel in Bezug auf Kreativität oder Projektmanagement, haben mich dabei besonders beeindruckt und weitergebracht in meiner wissenschaftlichen Karriere. Wenn ich das Programm Junge Frauen an die Spitze in 5 Worten zusammenfassen müsste, würden mir Kreativität, Zusammenhalt, Teamfähigkeit, Motivation und auch Diskussionen im Allgemeinen einfallen. Für die Zeit nach der Promotion habe ich noch keinen genauen Plan, jedoch werde ich auf jeden Fall der Simulation treu bleiben, möglicherweise aber das genaue Arbeitsgebiet noch einmal wechseln, denn wie ich auch im Programm Junge Frauen an die Spitze gelernt habe, hat man viele Möglichkeiten und sollte sie immer nach dem greifen, was man gerne haben möchte. Ich würde das Programm auf jeden Fall einer Freundin oder auch einer Kollegin empfehlen, da es eine gute Möglichkeit für sich persönlich, aber auch wissenschaftlich ist, voranzukommen.